Kaffee ist das Lebenselixier vieler Lehrkräfte. Damit der Kaffee im Lehrerzimmer auch ein wahrer Genuss ist und nicht nur Mittel zum Zweck, gebe ich euch in diesem Video Tipps für eine gelungene Kaffeepause. Herzlich willkommen zu Betzl TV. Kaffee gehört zum Lehrerzimmer wie die Stapel mit Klassenarbeiten und der chronische Platzmangel. Viel wichtiger als seine aktivierende Wirkung ist hier aber seine soziale Funktion. Was in der Kaffeeküche passiert, bleibt in der Kaffeeküche. Schön wäre natürlich auch, wenn der Kaffee schmeckt. Schreibt doch mal in die Kommentare, wie zufrieden ihr mit dem Kaffee an eurer Schule seid. Ob zu viel Kaffeegenuss nun gut oder schlecht ist, soll hier kein Thema sein. Wichtig ist, dass der Kaffee hervorragend schmeckt und vor allem seine soziale Wirkung. Die Kaffeemaschine ist tatsächlich eine der wichtigsten Dinge im Lehrerzimmer, denn an diesem beinahe heiligen Platz sind schon sehr viele sehr gute und produktive Gespräche abgelaufen, die ohne den zusammenschweißenden Aspekt des Kaffeetrinkens schwieriger gewesen wären. An der Kaffeetheke werden pädagogische Entscheidungen getroffen, über Noten diskutiert, der neueste Klatsch und Tratsch ausgetauscht, Freundschaften geschlossen und über den Vertretungsplan gemeckert. Anders ausgedrückt, sie ist soziale Keimzelle der Schule. So, und wie bekommen wir für unser soziales Get-Together auch noch den perfekten Kaffee? Ja, was ist ärgerlicher, als mit Vorfreude auf einen Kaffee in das Lehrerzimmer zu kommen und zu sehen, dass an der Padmaschine schon 4 Kollegen anstehen? Bei der Anschaffung für das Lehrerzimmer ist es deshalb wichtig, dass die Maschine alle Kaffeetrinker zügig versorgt. Daher sollte im Vorfeld der Bedarf geklärt werden. Kleines Kollegium mit wenig Kaffeetrinkern haben natürlich andere Anforderungen als große Kollegien mit vielen Kaffeetrinkern. Da wird dann auch eine Maschine alleine nicht reichen. Ob Padmaschine, French Press, Filtermaschine oder Kaffeevollautomat, die Möglichkeiten sind vielfältig und die Kosten können von ein paar Euro bis mehrere tausend Euro gehen. Der Reinigungsaufwand sollte vor der Anschaffung übrigens auch bedacht werden. Die Kaffeemaschine ist super wichtig und entscheidet über Geschwindigkeit, aber fast noch wichtiger für guten Kaffee ist die Auswahl der geeigneten Bohne. Sicher muss guter Kaffee nicht zwingend teuer sein, aber spart hier bloß nicht an der falschen Stelle. Bio und Fairtrade wäre natürlich noch das i-Tüpfelchen. Wenn sich genug Kollegen zusammentun, fällt der Preis auch nicht mehr so ins Gewicht. Die soziale Keimzelle kann aber leider auch schnell zur asozialen Keimzelle werden. Das kann von der gleichmäßig gerechten Beteiligung an den Kosten oder dem Organisieren von Nachschub anfangen und endet im Chaos beim Ein- und Ausräumen der Spülmaschine oder eben dem Nicht-Ein- und Ausräumen der Spülmaschine. Überlegt euch hier ein gutes und gerechtes System, damit es keine Streitigkeiten gibt. Das gilt natürlich dann auch für die Extras wie Milch, Zucker, Kaffeesahne, Süßstoff und so weiter. Habt ihr eine passende Maschine, gute Bohnen und eine gut funktionierende Küchenkultur, steht einer gemütlichen Kaffeepause nichts im Wege. Wie ist das bei euch? Herrscht Friede, Freude, Eierkuchen rund um den Kaffee oder entwickeln sich immer wieder Streitigkeiten? Oder habt ihr vielleicht sogar das Glück, dass ihr euch um gar nichts kümmern müsst, weil alles irgendwie organisiert ist? Schreibt es doch unten in die Kommentare. Vielleicht können gute Konzepte übernommen werden. So, ich trinke jetzt auch hier noch mein Tässchen Kaffee und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Zuschauen. Ich bin der Christoph und tschüss.